Leo Neugebauer hat es geschafft. Er holt die Silbermedaille im Zehnkampf für Deutschland. Aber wie sich das wohl anfühlt? Ja, so sah das bei mir heute Morgen eher nicht aus. Trotzdem herzlich willkommen zu den Olympia-News. Die Silbermedaille von Leo glänzt hier so wunderschön in der Sonne. Aber wie lange noch? Nia Houston gewann bei den Spielen Bronze im Skateboarden. Wichtig hierbei, das war 2024 in Paris und nicht 1896 in Athen. Auch wenn die Medaille hier irgendwie ein bisschen danach aussieht. Alright, so these Olympic medals look great when they're brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for a little bit and then letting my friends wear it over the weekend, they're apparently not as high quality as you would think. Naja, Nia, bei dem Umgang mit dem kostbaren Edelmetall vielleicht auch kein Wunder. It's looking rough. Es gibt Medaillengewinner und es gibt Medaillengewinner. Jeder geht mit dem Platz auf dem Treppchen irgendwie ein bisschen anders um. Im folgenden Fall allerdings ist Schreien Bronze und Schweigen Gold. Letzile Tebogo holt Gold im 200-Meter-Sprint und kann unfassbar stolz auf sich sein. Im Gegensatz zum 100-Meter-Sieger Noah Lyles schreit er das allerdings nicht in die ganze Welt hinaus. Lyles hat im 200-Meter-Lauf nur Bronze geholt, litt unter einer Corona-Erkrankung. Sein Nichtsieg lag laut dem US-Amerikaner natürlich nur daran. Der Sprinter aus Botswana kritisiert jetzt auf einer Pressekonferenz die Art und Weise, wie sich der US-Amerikaner benimmt. Hat kein Verständnis für die große Klappe seines Konkurrenten. For me, I can't be the face of athletics because I'm not an arrogant or a loud person like Noah. So I believe Noah is the face of athletics. Der Stress und die Anstrengung bei den Olympischen Spielen hinterlassen auch ihre Spuren. Die Sportschützin Kim Ji-ji musste das jetzt leider am eigenen Körper erfahren. Bekannt geworden ist die Sportlerin durch ihren lässigen Look. Während ihres Wettkampfs gewann sie auch noch überragendes Silber mit der Luftpistole über 10 Meter. Erhobenen Hauptes reist die 31-Jährige zurück nach Korea. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in Izmir bricht die Athletin dann plötzlich zusammen und wird ins Krankenhaus transportiert. Laut ihres Sprechers musste Kim nicht wiederbelebt werden und bleibt bis zu ihrer Genesung in der Klinik. Wir wünschen gute Besserung. Gestern haben die deutschen Hockeyjungs eine Silbermedaille gewonnen. Das haben sie natürlich nachher auch feuchtfröhlich gefeiert. Betonung hier auf feucht. Der Ersatztorhüter Alexander Stadler bringt zu den Feierlichkeiten im Deutschen Haus eine dicke Flasche Shampoos mit. Soweit, so gut. Aber anstatt die anderen Partygäste damit zu überschütten, gibt er sich selber die volle Ladung. Das Öffnen, das üben wir aber nochmal, lieber Alex. Kommen wir zu dem Medaillenspiegel. Natürlich stand jetzt vor den heutigen Wettkämpfen. Die USA und China sind wie gewohnt nicht von Platz 1 und 2 zu vertreiben. Mit 111 Medaillen ist die USA jetzt schon dreistellig. Australien mit 18 Goldmedaillen auf Platz 3 schon deutlich abgeschlagen. Großbritannien und Frankreich liefern sich wie auch die letzten Tage ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit 57 und 56 Medaillen. Für die Deutschen lief es gestern echt super. Ganze 6 Medaillen gingen an unsere Athleten. Darunter Gold in der rhythmischen Sportgymnastik und im Kugelstoßen. Das ist aktuell Platz 9. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende für heute angekommen. Morgen gibt es wieder alle News zu Olympia von meinem Kollegen Marcel. Macht's gut!